Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute vor 80 Jahren begann eine der wichtigsten Militäroperationen des Zweiten Weltkriegs. Soldaten vor allem aus den USA, Großbritannien und Kanada landeten an der nordfranzösischen Atlantikküste. Das gilt als Auftakt für den Sieg der Alliierten über Deutschland. Der Tag ist heute bekannt als D-Day, die Kurzform für Decision Day, also Tag der Entscheidung. Von Großbritannien aus starteten tausende Schiffe mit zehntausenden Soldaten in Richtung Normandie. Sie überquerten den Ärmelkanal und landeten an 5 Strandabschnitten. Omaha Beach ist der bekannteste von ihnen. Es folgten erbitterte Kämpfe mit den Deutschen. Es war eine gigantische Operation. Mehr als 150.000 Soldaten der alliierten Streitkräfte überquerten in der Nacht auf den 6. Juni 1944 den Ärmelkanal. Früh morgens landeten die Truppen im vom Deutschland besetzten Frankreich. Es war die größte militärische Landungsaktion der Geschichte. Mit allein mehr als 7.000 Schiffen und Landungsbooten und 23.000 Fallschirmspringern. Es folgten heftige Kämpfe. Allein am Omaha Beach kamen innerhalb weniger Stunden tausende amerikanische Soldaten ums Leben oder wurden verletzt. Die Deutschen hatten die Alliierten weiter nördlich erwartet und dort den Großteil ihrer Einheiten stationiert. Die zahlenmäßige Überlegenheit der alliierten Truppen führte schließlich zum Erfolg und zur Eröffnung einer zweiten Front. Während im Osten sowjetische Truppen gegen die deutsche Armee kämpften, war die Landung in der Normandie der Auftakt zur Befreiung Europas von Westen. In Omaha Beach fand die zentrale Gedenkveranstaltung statt. Sie stand auch im Zeichen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Zu den Gästen des französischen Präsidenten Macron zählten US-Präsident Biden, Großbritanniens König Charles III. Und Bundeskanzler Scholz. Russische Vertreter waren nicht geladen, dafür aber der Präsident der Ukraine, Selenskyj. Gewürdigt wurden heute vor allem die Soldaten, die damals an der Invasion beteiligt waren. Für ihn ist es ein besonderer Tag. Der Franzose Achille Müller hat als Fallschirmjäger auf Seiten der Alliierten gekämpft. Heute ist der 99-Jährige an den Omaha Beach gekommen. Es ist unsere Pflicht zu erinnern. Das hält auch unseren eigenen Geist wach. Mich hält das am Leben. Nur noch wenige Soldaten von damals sind am Leben. Bei der internationalen Gedenkveranstaltung zeichnete der französische Präsident Macron US-Veteranen als Ritter der Ehrenlegion aus. Die Verteidigung der Demokratie war heute bei den verschiedenen Gedenkveranstaltungen das zentrale Thema. Wir wissen, dass der Kampf um Freiheit jeden Morgen neu geführt wird. Für alle die, die überall auf der Welt in der Hoffnung auf Freiheit leben, auf Gleichheit, auf Brüderlichkeit. Macron sicherte der Ukraine anhaltende Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu. Der ukrainische Präsident Selenskyj war wie zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs in die Normandie gereist, darunter auch der deutsche Bundeskanzler. Dieser betonte die Wichtigkeit, geschlossen vorzugehen. Niemals gibt es Alleingänge. Wir handeln abgestimmt mit unseren Freunden und Verbündeten. Im Gegensatz zu früheren Gedenkveranstaltungen waren Vertreter Russlands heute nicht eingeladen. Die Gedenkfeier am Omaha Beach hat meine Kollegin Sabine Rau verfolgt. Ja, der Krieg ist zurück in Europa, hat der französische Präsident in seiner Rede gesagt und appelliert. Wir werden nicht nachlassen im Kampf für die Freiheit. Dieser 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie war auch ein starkes Bekenntnis der westlichen Allianz für die Unterstützung der Ukraine und gegen den russischen Angriffskrieg. Dazu zählt auch die Unterstützung und die Erlaubnis an die Ukraine, künftig mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland bombardieren und angreifen zu dürfen. Es wird erwartet, dass der französische Präsident in den nächsten Tagen die Entsendung französischer Soldaten und Spezialisten in die Ukraine als Bodentruppen ankündigen wird. Der deutsche Bundeskanzler allerdings hat am Rande dieser Veranstaltung uns gegenüber deutlich gemacht, dass dies für Deutschland keine Option ist. Vielen Dank, Sabine Rau.